Ja, der Leim ist angesetzt und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum alten Handwerk. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Kommentare, die wir bekommen haben. Hat uns sehr gefreut und die Motivation war dementsprechend noch größer für das heutige Video. Seht uns nach, wenn wir hier und da noch nicht vollkommen ausgerüstet sind mit wirklich altem Werkzeug. Wir sind bemüht und ja, wir werden hier ständig älter werden, zumindest in diesem Format. Wir brauchen, damit unsere Werkstatt ja noch ein bisschen weiter wachsen kann und vor allem hier dieser Wust auf dem Tisch von der Hobelbank verschwinden kann, ein kleines Werkzeugschränkchen. Das werden wir aus dem Stück Eiche, was vom letzten Mal noch übrig geblieben ist von unserer Garderobe, jetzt zunächst erstmal ja, auftrennen. Und damit geht jetzt auch schon direkt die Arbeit los. Das Ganze einmal, wie gesagt, längs auftrennen, wird dafür sorgen, dass ich spätestens danach dann warm bin. Wir stellen zunächst die Materialstärke fest. Das sind 28 mm und ich möchte einen etwas breiteren Abschnitt oder stärkeren vielmehr für meinen Korpus und einen schmaleren für meine Rückwand und den Zwischenboden. Das heißt, ich stelle das Streichmaß jetzt hier auf 17 mm ein. Ja, irgendwann ist das Ganze hier wirklich zu eingeklemmt und dann nehmen wir uns einfach einen Keil, kloppen den hier oben rein. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen Arbeit ist jetzt hier schon in das Brett reingeflossen. Die Oberfläche ist jetzt hier schon halbwegs geebnet. Und da bin ich jetzt den Wünschen aus dem letzten Video nachgekommen, die Raubank zu benutzen. Fand ich beim letzten Mal nicht so angebracht, weil es ja eher eine kleinere Fläche war, die auch nicht 100% perfekt sein muss. Das heißt, wenn da so kleine Unebenheiten drin waren, ist uns jetzt eigentlich erstmal egal gewesen bei der Garderobe. Außerdem sind wir noch auf einer Suche nach einem Hobel, der wirklich dann 100 Jahre alt ist. Der hier, naja, ihr könnt schon sehen, ist eher eine neuere Generation. Nachdem wir diese Oberfläche jetzt hier ausgehobelt haben oder zumindest diese geebnet haben, werde ich jetzt hier mit einem feineren Hobelmaul, das könnt ihr hier erkennen, und einem frisch geschärften Eisen nochmal drüber gehen, um hier den schönen Glanz wie im letzten Video herzustellen. Ja, zum Einstellen des Hobels schlage ich hier hinten leicht auf das Eisen, lege dann den Hobel auf und taste mich so langsam an auch zarte Späne heran.
Ihr könnt hier an dieser Stelle sehen, dass die Maserung oder der Faserverlauf hier etwas wilder ist und das sorgt tatsächlich genau an der Stelle auch für leichte Ausrisse. Da ist die Taktik, dass wir jetzt hier nicht mehr gerade nach vorne hobeln, sondern ihr habt zwischendurch auch schon gesehen, ich drehe den Hobel etwas ein, also wir hobeln in diese Richtung oder in diese Richtung nach vorne. Und das sorgt dafür, dass der Angriffswinkel, in dem wir auf unser Holz stoßen, jetzt nicht mehr so stumpf von vorne ist, sondern leicht eingedreht und das sorgt für einen ziehenden Schnitt. Das heißt, hier wird sozusagen zuerst die Faser angeschnitten und kann sich dann hier nach und nach entsprechend abschneiden. Und das sorgt dann für diese leicht gekringelten Späne. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein wesentlich schöneres Bild hier bei der Oberfläche. Jetzt kontrollieren wir einmal, ob die Fläche noch eben ist. Sieht gut aus. Und hier sehe ich jetzt, ich kann den Hobel kippeln lassen. Ich habe also hier einen Hochpunkt, den muss ich noch wegarbeiten. Sehr gut. Sehr schön, das ist jetzt unsere Referenzseite, habe ich mir jetzt hier einmal markiert und wir möchten ja möglichst materialeffizient hier mit unserem Holz umgehen. Bedeutet, ich habe mir zwar vorher einen Plan gemacht, allerdings sind wir hier ein bisschen variabel, der Schrank soll so tief wie möglich sein und ich suche mir jetzt einfach hier die maximale Breite raus. Das sind hier 165 mm, 165 mm. Und ein bisschen drunter, 164 mm. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Die beiden Flächen sind schon parallel zueinander. Das heißt, ich werde jetzt hier mit der Raubank auf der anderen Seite noch einmal anhobeln und dann können wir die schon in mundgerechte Stücke portionieren. Gerade bei der Raubank, je schwerer, je größer der Hobel ist, desto mehr geht das Feingefühl verloren. Man merkt also vielleicht gar nicht so richtig, ob man nach links oder rechts kippelt. Darum drücke ich mit dem Daumen hier vorne runter und fühle hier seitlich mit meinen Fingern, dass ich da auch möglichst gleichmäßig und nicht nach links oder nach rechts abdrifte und habe so die Möglichkeit, die Raubank schön zu führen und einen gleichmäßigen Span zu produzieren. Mit dem Hobeln sind wir soweit fertig. Jetzt können wir unsere einzelnen Bauteile anzeichnen. Wir brauchen sowohl Seiten als auch Ober- und Unterseite. Und die werden wie folgt aufgeteilt. Ich beginne hier bei 30 cm. Hier außen, da kann ich einen Riss erkennen. Das kommt daher, weil das natürlich das Ende unserer Bohle war. Und da ist das Stirnholz natürlich ganz gerne mal eingerissen. Das heißt, das können wir nicht verwenden. Dann machen wir hier weiter mit 40 cm. Dann kommen wieder 30 cm. Und zum Schluss wieder 40 cm. Entsprechend eingeteilt bedeutet, wir haben jetzt hier eine umlaufende Maserung und wir haben Unterseite, Seitenteil, Oberseite, wieder Seitenteil. 30 mal 40 sind dann die absoluten Maße, die wir dann hinterher bei unserem Werkschrank haben. Das Absetzen mache ich jetzt mit der Rückensäge, die ist halt eben wesentlich verwindungssteifer und ermöglicht es mir einfacher, hier einen geraden Schnitt vorzunehmen. Ihr könnt sehen, ich habe mir jetzt hier so ein Stück Lederlappen drunter gelegt mit der rauen Seite, kann man dann auch selber noch anrauen und das sorgt halt eben dafür, dass hier eine so große Reibung entsteht, dass sich das halt eben nicht mehr so bewegt beim Sägen.
Die Bretter sind soweit abgelenkt und jetzt könnt ihr hier schon einen kleinen Mangel sehen. Und zwar sind die nicht wirklich bündig miteinander. Um das zu korrigieren und um hier auch wirklich für eine an dieser Stelle Rechtwinkligkeit zu sorgen, haben wir schon mal eine kleine Hilfe gebaut. Eine Stoßlade, die wird hier an der Vorderzange jetzt einmal eingespannt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier unsere Bretter anzulegen, um jetzt hier mit meinem fein eingestellten Hobel entsprechend das Stirnholz bearbeiten zu können. Achtet darauf, dass ihr das hier nicht zu weit nach vorne überstehen lasst, denn das Stirnholz ist wesentlich härter als das übrige Holz bei der Bearbeitung. Und das bedeutet, wir wollen da auch, wie gesagt, eine sehr feine Spanabnahme nur erreichen. Hier hinten sorgt das Reststück dafür, dass die Fasern, die ganz am Ende sich am Stirnholz befinden, nicht ausbrechen können und wir so im besten Falle ein sauberes Ergebnis bekommen. Könnt hier sehen, sehr feiner Spanabtrag und wir haben jetzt hier wirklich eine schöne, saubere Kante. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben jetzt hier wirklich zwei exakt gleich lange Werkstücke. Immer wieder mal kontrollieren, ob die Länge nicht schon erreicht wurde. Wir können sehen, hier fehlt dann doch einiges. Das sind bestimmt 2 mm, die ich hier erstmal weghobeln muss. Ihr seht, da kann man dann auch schöne Späne mit abnehmen. Ein bisschen schärfer könnte das Eisen ruhig noch sein. Müssen wir uns in der nächsten Folge mal dringend drum kümmern. Wir werden jetzt fortfahren mit der Unter- und Oberseite. Die Zinken werden hier entsprechend angezeichnet und ausgearbeitet. Und das sorgt im Umkehrschluss auch dafür, dass unsere Seitenteile entsprechend dann die Schwalbenschwanzform bekommen. Das ist nicht willkürlich gewählt. Ihr werdet im späteren Verlauf noch sehen, warum ich das entsprechend gemacht habe. Jetzt lasst uns anzeichnen und ausstimmen. Ihr könnt hier sehen, es gibt verschiedene Varianten der Schwalbenschwanzverbindung. Die doppelt verdeckte hatte ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Wir wollen heute eine Verbindung, die vor allem stabil ist. Und da möchte ich mal folgenden Satz zitieren. Werden an verzinkte Kastenmöbel besondere Anforderungen hinsichtlich ihrer Stabilität gestellt, so ist die sogenannte englische Zinkung zu empfehlen, bei der die Schwalbenschwänze gleiche Form und Größe der Hirnfläche der Zinken besitzen. Das schauen wir uns jetzt hier mal in diesem Beispiel an. Da könnt ihr dann hier sehr schön erkennen. Es handelt sich hier um die einfache Zinkung, die bei den Zinken schon fast zierlich wirkt. Insgesamt wirkt das Ganze auch ja optisch etwas ansprechender, als es hier bei der englischen Zinkung der Fall ist. Ihr könnt sehen, Zinken und Schwalbe sind gleichmäßig breit oder vielmehr stark ausgearbeitet. Und so kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch ein bisschen mehr Kraft aufgenommen werden kann, als das hier der Fall ist. Wir entscheiden uns also, weil es ja auch ein Werkstattmöbel ist, was gewisse Belastung vielleicht auszuhalten hat, je nach Gewicht, für die englische Zinkung. Wir stellen zunächst mit dem Streichmaß die Materialstärke ein, die unsere Bretter haben. Einmal fixieren. Und jetzt wird rundherum angerissen.
hätten wir geschafft. Ganz wichtig, das Streichmaß jetzt nicht verstellen, vorsichtig ablegen, denn das brauchen wir hinterher bei unseren Schwalben auch nochmal. Als nächstes kommt die Zinkeneinteilung. Da hatten wir uns ja gerade schon angesehen. Die wird jetzt nach der englischen Variante gewählt und dementsprechend etwas gröber. Wir haben jetzt hier eine Steigung von 1 zu 6. Da gibt es dann auch natürlich viele Meinungen, die auseinandergehen. Manche sagen auch 1 zu 8, manche sagen 1 zu 9. Unterschied zwischen Hart- und Weichholz. Ich denke mal, mit 1 zu 6 kann man prinzipiell immer ganz gut fahren. Und dann ist natürlich auch immer noch so ein bisschen die optische Komponente, die dabei eine Rolle spielt. Grundsätzlich sollte man sich einfach vor Augen halten, dass gerade, wenn ich jetzt hier mit der Steigung sehr extrem werde, also fast einen 45-Grad-Winkel anzeichne, dass wir natürlich hier in diesem Bereich wesentlich größere Scherkräfte haben, die wirken können. Das heißt, wir haben hier nur noch Querholz und das könnte natürlich entsprechend dann wegbrechen. Und darum ist hier diese Variante mit 1 zu 6 doch ganz ansprechend und wir haben gleichzeitig auch eine verringerte Abscherwirkung. Also Schmiege entsprechend einstellen und dann haben wir das Kapitel auch schon mal erledigt. Wir wollen jetzt hier einmal mittig einen Riss ausführen, das heißt, wir wollen die Materialstärke halbieren. Ich hatte euch vorhin gesagt, lasst doch bitte das Streichmaß eingestellt auf die Materialstärke. Das ist der Vorteil, wir haben hier auf der anderen Seite auch nochmal die Möglichkeit, das anzureißen. Jetzt wird hier mit kleinen Hammerschlägen das Ganze so eingestellt, ein bisschen nach Auge, dass wir, wie gesagt, die Hälfte der Materialstärke jetzt hier anreißen können. Ich zeichne euch das jetzt einmal nochmal mit dem Bleistift nach, damit es für euch zu erkennen ist. Hier ist jetzt die Hälfte der Materialstärke. Jetzt messen wir hier einmal die maximale Breite. Das sind 164 mm. Die teilen wir durch eine ungerade Zahl. Da habe ich mich jetzt mal für die 9 entschieden und da kommt 18 bei raus. Ungefähr. 9 mal 18 sind aber nur 162, es fehlen also noch insgesamt 2 mm. Die 9 steht für die Anzahl der Teile, die wir haben und die Teile setzen sich folgendermaßen zusammen. Zinken, Schwalbe, Zinken, Schwalbe, Zinken, Schwalbe, Zinken, Schwalbe, Zinke. Wir haben also 9 Teile, die jeweils 18 mm breit sind und weil uns dann noch 2 mm fehlen, packen wir auf die äußeren beiden Zinken jeweils 1 mm drauf. Bisschen viel Theorie, zeigen wir jetzt in der Praxis. Ich nehme zum Anzeichen einen gespitzten Bleistift. Wer dem Namen gerecht werden möchte, dem Riss, der nimmt natürlich auch eine Reißnadel. Da hatte man damals aber auch schon die Möglichkeit zu wählen. Wir hatten gesagt, hier außen an die Zinken links und rechts packen wir 1 mm drauf. Bedeutet also, ich mache mir die Markierung bei 19 mm. Jetzt könnte ich hingehen und hier in Abständen von 18 mm mit meinem Zollstock das Ganze abtragen. Allerdings sind wir ja faul und stellen uns jetzt hier einfach den Zirkel auf 18 mm ein, können das jetzt hier nach und nach abgehen. Ich steche also hier ein und mache hier dann immer entsprechend in kleinen 18 mm Schritten die Unterteilung für Schwalben und Zinken. Wie gesagt, immer den Mittelpunkt treffen und dann eins weiter wandern. Das war's. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder. Jetzt kommt meine Schmiege, mit der ich ja vorhin mal begonnen hatte. Und da fange ich jetzt hier an, entsprechend an dem Punkt anzulegen. Mache hier meine erste Zeichnung und da könnt ihr sehen, hier ist jetzt schon meine erste Zinke fertig. Jetzt wird gedreht und der nächste Riss wird gemacht und jetzt habe ich hier die Unterteilung. Und so kann ich jetzt einfach weitermachen. Mit dem Winkel wird jetzt auf beiden Seiten der Riss noch verlängert. Einmal ein bisschen höher einspannen.
Ebenfalls an der Rückseite. Die Bearbeitung der Zinken ist an allen Eckverbindungen soweit abgeschlossen. Ich habe das jetzt auch schon mal zu dem Korpus zusammengelegt, der später mal sein soll. Das sorgt dafür, dass ich es ein bisschen einfacher habe und mich nicht so darauf konzentrieren muss, dass hier dieser Boden oder die Oberseite anfängt, mir umzukippen. Das Ganze hat so einfach ein bisschen mehr Stabilität. Selbst wenn ich hier wackel, fällt das noch nicht um. Jetzt nehme ich mir hier meinen rechten Winkel, lege den an, sorge dafür, dass dieses Brett hier entsprechend rechtwinklig ausgerichtet ist. Hier an der Kante sollte es bündig sein. Hier möchte ich einen leichten Rücksprung haben. Und jetzt werden einfach nur die Zinken übertragen. Die Verbindungen sind soweit fertig, ich habe das jetzt hier schon mal grob zusammengesteckt und an der Vorderseite auch das Tischlerdreieck eingezeichnet, damit ich es einfacher habe und keine Verwechslungen geschehen können. Das ist gerade hier bei den Seiten schnell mal passiert, dass man hier entsprechend das Ganze um 180 Grad dreht und dann so ein bisschen ja, die Verbindung nicht mehr stimmig wird. Jetzt werden wir es wieder auseinandernehmen und an der Rückseite müssen wir jetzt die Nut ausarbeiten.
Wir werden jetzt die Nut hobeln mit diesem Nuthobel. Kurz zur Erklärung, wir haben hier ein Holzgewinde und über diese Einstellung kann ich jetzt den Anschlag nach links oder rechts bewegen. Um das Ganze zu kontern, gibt es dann hier auch nochmal zwei kleine Muttern. Das werden wir jetzt hier fest drehen. Dann habe ich noch die Tiefe eingestellt. Das kann ich hier über diesen Anschlag machen, hier über die Flügelschraube. Und der ist dann hier zu sehen. Der kann nach oben oder unten bewegt werden. Und wenn die maximale Tiefe erreicht ist, kann ich einfach nicht tiefer hobeln. Die Nuttiefe habe ich jetzt hier auf 6 mm festgelegt. Und hier ist nochmal die Breite, also der Abstand von der Außenkante. Der beträgt 20 mm. Was ihr jetzt sehen könnt, der Schuh liegt komplett auf und auch wenn ich hier drücke, da wird kein Span mehr abgenommen. Ich habe also die maximale Tiefe meiner Nut erreicht. Ihr könnt sehen, die Nut ist soweit ausgearbeitet und ich habe die mittig von unserem Schwalbenschwanz laufen lassen. Das hat einfach nur den Hintergrund, werden wir gleich sehen, dass wenn wir uns unser Schränkchen von der Seite ansehen, wir die Nut nicht mehr erkennen können. Hier könnt ihr jetzt das Gegenteil erkennen, die Nut läuft zwischen den beiden Zinken. Zur Herstellung der Rückwand nehmen wir jetzt hier das lichte Maß unserer Bauteile. Das sind hier einmal ca. 26,7. Da rechnen wir nochmal 8 mm drauf, weil wir links und rechts die Nuttiefe bei 6 mm gesetzt hatten. Und hier genau das gleiche, da ist das lichte Maß 37,2, also bis hier gemessen. Und dann kommen dann auch wieder 8 mm drauf. Die Rückwand soll hier gleich verleimt werden und damit der Stoß hier auch wirklich sauber aussieht und wir eine große Klebefläche haben, werde ich das jetzt hier fügen. Und das geht relativ einfach, indem man diese beiden hier zusammen einspannt. Und dann einmal mit dem Hobel dafür sorgt, dass es, wie gesagt, gleich plan aneinander gestoßen werden kann. Sehr gut. Thank you.
Die Rückensäge findet hier oben noch Platz. Und jetzt habe ich die typischen Werkzeuge, die ich immer in meiner Nähe brauche, bei mir. Vielleicht machen wir hier nochmal ein separates Schränkchen oder ein zweites Fach, damit wir auch die Zeichenmaterialien noch ein bisschen besser unterkriegen. Und dann sind wir bestens gerüstet für die kommenden Projekte. Kommendes Projekt, da werden wir uns zunächst mal, ich hatte es heute schon angesprochen, ein bisschen mehr mit Schleifen beschäftigen. Hier und da können die Stecheisen dann doch nochmal ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Thema Knochenleim, das habe ich jetzt hier nicht großartig ausführlich beschrieben. Dafür gibt es aber in der Beschreibung ein paar Experten, die auch Videos dazu gemacht haben. Schaut euch das in aller Ruhe und Ausführlichkeit an und danach wisst ihr auch die einzelnen Schritte, die hier vorgenommen wurden, besser zu verstehen. Meine Idee für das nächste Projekt wäre eine kleine Sitzbank oder alternativ vielleicht auch ein Zargengestell für den Tisch. Das werde ich mir noch überlegen. Vielleicht habt ihr aber auch andere Vorschläge. Denkt daran, wir wollen uns ja hier langsam steigern. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden beeindrucken wollen, sondern nach und nach mit den alten Werkzeugen, mit den geringen Fähigkeiten, die wir haben, wachsen. Die Schwalbenschwanzverbindungen, die sehen hier soweit ganz ordentlich aus. Aber wir machen ja auch zunächst erstmal nur ein kleines Schränkchen für die Werkstatt. Und wenn hier und da noch ein bisschen was krumm ist, dann ist der Ärger nicht ganz so groß, weil man weiß, solange es hält, erfüllt es vollkommen seinen Zweck. Wenn wir uns ein bisschen gesteigert haben, dann schafft es das bald auch in das Wohnzimmer und wir müssen uns auch nicht mehr schämen, wenn die Verwandtschaft vorbeikommt und sagt, was hast du denn da gemacht? Also, setzt euch bitte nicht unter Druck, lasst euch ein bisschen Luft nach oben und dann macht das Ganze auch wieder wesentlich mehr Spaß oder vielleicht sogar überhaupt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, auf Wiedersehen.